Hey, ihr krassen Heizer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen BeamNG Drive Mod-Vorstellung, beziehungsweise Level-Vorstellung. Ich wollte ja eigentlich noch eine Update-Vorstellung machen, sozusagen eine sechste Folge, wo ich dann mit dem Broken Truck das Szenario schaffe. Aber Freunde, ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mit diesem Scheißding diese 17 Checkpoints zu passieren. Und ich habe auch gar kein Video gefunden, in dem irgendjemand das gepackt hat. Alle fliegen vorher auseinander. Junge, 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 Junge. Also einfach scheint es nicht zu sein. Da scheint es einen Trick zu geben. Ich bleib definitiv dran und werde mal gucken, ob ich da irgendwie einen Trick finde. Irgendwas überhaupt, wie man dieses Szenario beenden kann. Aber derzeitig bin ich da planlos. Wenn ihr irgendwas wisst, dann haut's mir in die Kommentare rein. Ich wäre euch sehr dankbar dafür und dann versuchen wir das in jedem Fall nochmal. Jetzt machen wir allerdings erstmal wieder eine kleine Levelvorstellung und dazu habe ich mir ausgesucht, einmal, wie es der Marek ab wollte. Diesen Endless Highway, Matrix Freeway, ganz genau so heißt die Map. Klicken wir die einfach mal ein, ist nichts Großartiges, ist im Prinzip einfach nur die Autobahn von Matrix 2, die man da runterfahren kann. Ne? Und wenn man jetzt auch denkt, ach naja, das geht ja bis in alle Unendlichkeit, diese Autobahn, die war ja computergeneriert und solange wie die Matrix-Typen da fahren wollten, ja solange konnten die fahren, ja dann könnt ihr das vergessen, so war es nämlich nicht. Wir suchen uns mal ein Auto dazu aus, Vehicles, nehmen wir doch mal irgendwas schön Schnelles. Ja, der Hiroshi SBR4, und dann würde ich mal sagen, den Twin Turbo in jedem Fall. Twin Turbo S DCT. Ja, hört sich gut an, den nehmen wir. Er hat doch irgendwie eine komische Farbe. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Es ist, glaube ich, irgendwie Altmöbelbraun oder Kackbraun oder wie man es auch immer nennen will, kein Plan. Ballern wir mal los mit der Kiste, die Kamera mal ein bisschen zentriert. Und dann können wir den Bock hier auch schön ausfahren. Sieht jetzt hier im vierten Gang bei 140, 150. 160, 170, 180, 190. Das Ganze im fünften Gang, meine Fresse, jetzt schaltet er nochmal in den sechsten bei 200. Also Junge, 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 wenn meine Kiste das könnte, also das wäre echt geil, so bei 200 erstmal in den sechsten Gang schalten. Nicht übel, nicht übel, ne, das zeugt schon von ganz schönen Leistung. So, jetzt haben wir gleich 230 drauf. 232, meine Karre, die ich selber im realen Leben fahre, regiert übrigens bei 210, weil es ein französisches Modell ist. Weil im Endeffekt in Frankreich ist es nicht erlaubt, schneller wie 210 zu fahren. Ist die elektrisch bei 210 abgeriegelt. Könnte man rausnehmen, habe ich mich schon bei Volkswagen informiert. Allerdings würde mich das 200 Euro kosten. Da ich gesagt, Jungs, ich fahre sowieso keine 210, jedenfalls noch relativ selten. Und das reicht mir. Danke. Naja, also ist gut. Jetzt sind wir hier in den siebten Gang. Siebten Gang muss man sich auch vorstellen. Also wird definitiv wahrscheinlich ein Automatikgetriebe sein, weil ich bis jetzt so noch gar kein Auto im Schaltgetriebe mit 7 Gängen gesehen habe eigentlich. Ne? Also ich kenne das nur vom Automatik, so mit 7- und 8-Gang-Getriebe. Und da ist er dann mit 245 bei satten 6.500 Umdrehungen. Naja, tolle Sache, ne? Muss man erstmal hinkriegen. Schon mal nicht schlecht, so der Highway geht weiter und geht weiter. Man könnte vermuten, dass er unendlich ist, weil er bei dieser hohen Geschwindigkeit einfach mal nicht aufhört. Ah, vergesst es, Freunde. Wir ziehen das Ding durch bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Und da vorne kommt es dann jetzt, glaube ich, auch genau da ist dein Schluss vom Highway. Da fährt man dann einfach bloß noch so sinnlos in, ja, pff, keine Ahnung, wie soll ich das nennen, in eine leere Welt hinein. Ich mache dann mal eine Vollbremsung. Ja, so, Dreckskorn, jetzt roll mal rum hier. Kamera mal wieder ein bisschen zentrieren, dass wir hier klarkommen. Und dann können wir eigentlich aus dieser leeren Welt, weil man fährt nicht runter, wieder zurückfahren auf dem Highway. Ja, tolle Map, ne? In jedem Fall, was ich jetzt auch mal ausprobieren möchte, ich bremse mal runter hier mit dem Hiroshi und schnapp mir dann mal eine andere Karre. Und zwar dieses Raketenauto. Und das Ding hat ja ein Turbo. Das nehmen wir dann mit den Dual Rockets. Jetzt mit den Dual-Raketen. Dual kann man ja deutsch wie englisch sagen. Da steht die Kiste natürlich falsch rum, das kotzt mich jetzt ein bisschen an, also drehen wir nochmal ganz schnell. So. Dann geben wir mal Gas. Und dann würde ich mal sagen, wenn die Kiste dann auch mal gerade steht. Ach, verdammte Scheiße. Fahr gerade, du Pissding. Weil die Lenkung ist nicht so optimal, von dem ihr redet. Dann drücken wir mal T und stoppen die Raketen. Jetzt die Raketen? Nö. Hä? Ach, mit E starten die Raketen. Ah, na gut, alles klar, kein Problem.
Wir drehen einfach nur noch mal schnell um. Und dann möchte ich doch mal mit den Raketen diesen Highway bis zum Ende fahren. Mal sehen, wie lange das dauert. Müsste ja relativ fix gehen. So, also erstmal Gas gegeben. Die Kiste schön gerade gezogen. Ja, ist nicht einfach, ist nicht einfach. Jetzt ist er gerade, jetzt drücke ich mal E. Da müssen wir natürlich versuchen hier. Diese Raketen. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir natürlich versuchen, mit diesen Raketen noch gerade zu bleiben. Aber so wirklich möglich ist das nicht. Die Kiste bricht uns da einfach mal aus. Also für ein Dreckrennen ist es auch schon ganz schön knapp hier auf dem Highway. Also Respekt da vor manchen amerikanischen Rennfahrern, die mit solchen Raketenautos fahren oder mit irgendwelchen Fahrzeugen, die Flugzeugturbinen drin haben. Und die Kiste dann gerade halten, also meine Güte, einfach ist es nicht. Ich probier's mal nochmal. Rüber. Ah, zu weit drüben. Ja, so ist gut. So, da, ihr drückt. Gerade halten. Und na, das kriegt man nicht gerade. Also man darf da definitiv nicht lenken. Ist auch scheiße, ich probier jetzt einfach mal alles und ui. Da legen wir erstmal eine fette Drehung hin. Tja, und damit ist die Karre dann auch Moos. Na schöne Scheiße. Okay, den Highway können wir also leider mit den Raketen nicht runterfahren. Das wird definitiv nichts. Viel zu schwer hier die ganze Aktion. Wir können die Bude einfach mal nicht gerade halten. Aber man muss auch sagen, das Fahrwerk von der Kiste, das ist auch nicht so optimal dafür ausgelegt. Ne? Also das ist doch schon ganz schön schwammig für so einen Raketenantrieb. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Ja, das sieht allerdings schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt irgendwie versuchen nirgendwo gegenzufahren, aber... Naja, aber es klappt hier so an der Wand vom Biss natürlich irgendwann der Pfeiler kommt, naja, und dann klappt das nicht mehr ganz so gut. Ja, dann ist man so ein bisschen kaputt. Ganz leicht. Junge, Freunde, also so einfach ist es nicht. Ich würde mal sagen, wir drücken mal nochmal Escape. Ja, und dann starten wir da einfach mal die zweite Map, die ich mir ausgesucht habe. Da habe ich ein bisschen was Lustiges gefunden. Ist auch noch relativ neu und das ist die East Coast USA Winter Map. Ne? Das ist also die typische East Coast Map, wie wir sie schon kennen, wo wir oft schon ein paar Rennen draufgefahren sind und was auch immer. Nur jetzt halt im Winter. Ja. Also so ein Szenario zu erstellen ist ja an sich nicht so schwer. Da tut man halt bloß die Texturen mit Weiß überlegen, ändert das da ein bisschen. Aber, naja, warum nicht? Ne? Ist gerade relativ aktuell draußen auf den Mod-Download-Pages, wenn man so gucken kann. Und das kann man ja ruhig mal vorstellen, da jetzt sowieso der Winter bei uns auch vor der Tür steht. Ja. So, Datenblock-Objekte sind geladen. Ja, dann komm mal ein bisschen raus und rasch, du Scheißding. Los, zieh an! Hier liegt an. Wunderbar, das sind wir. Ich nehme aber vorher natürlich ein Allradfahrzeug, weil hier im Winter ist es natürlich ein bisschen rutschig und ohne Allrad. Muss man ja langsam fahren, ist ja scheiße. So, von daher suchen wir uns ein schönes Allradfahrzeug aus. Gehen wir mal hier unten auf den Gavir. Und dann schnappen wir uns mal den 4WD Offroad Manual. Ah, naja, so scheißegal. Stehe ja sowieso im Arcade-Automatik, von daher shit und drauf. So, und dann fahren wir doch mal los, Freunde. Die ganze Map, die kommt uns stellenweise dann doch sehr bekannt vor. Wie gesagt, wir sind ja schon etliche Rennen auf dieser Map gefahren, aber ihr merkt das jetzt schon. Beziehungsweise ich merke das schon ganz schön extrem. Ob ihr das so gut merkt, weiß ich jetzt nicht, wenn ihr nur zuschaut. Aber Junge. Also die ganze Map ist ganz schön rutschig geworden auf den Straßen. So einfach ist es nicht mehr, da jetzt zu fahren. Da ist das Eis doch schon etwas überfroren. Und ja, jeder, der auch so im realen Leben schon Auto fährt, der weiß ja, Eis mit dem Auto, scheiß. Echt scheiß gefährlich. Weil, ihr habt die Karre stellenweise gar nicht mehr unter Kontrolle. Also ich kann mich da an Aktionen erinnern, so in meiner Jugend, wo ich noch meinen schönen aufgebauten 3er Golf hatte. Jetzt bin ich auch wieder runtergerutscht. Wie ich da einfach mal in der Kreuzung abbiegen wollte, blinke so rechts, möchte abbiegen, fahre, lenke auch voll nach rechts ein. Aber rutscht einfach mal geradeaus durch. Naja. Könnte man halt nichts machen. Das war einfach mal eindeutig zu glatt. Hier sehen wir es jetzt auch. Das ist die Strecke übrigens, die wir auch mit dem Broken Truck fahren. Da müssen wir nämlich hier durch. So, hier lang. Komischerweise sind natürlich die kleinen Feldwege dann nicht glitschig. Das haben sie irgendwie vergessen zu machen, die Modder. Also vergessen zu berechnen, was weiß ich. Und hier kann man eigentlich relativ normal fahren. Tja, das müssten sie dann vielleicht irgendwann nochmal nachbessern.
Also Freunde, wenn ihr die Map hier mal spielt, so aus Langeweile, weil ihr einfach nur Bock habt, ein bisschen rumzuheizen, dann nimmt die kleinen Nebenwege. Da ist es nicht eisig überfroren. Die wurden anscheinend vom Winterdienst geräumt, währenddessen die Highways einfach so, ach scheiß drauf, Highway, ach fährt doch sowieso keiner lang. Lasst das Eis da drauf, das Eis, das nehmen wir für die kleinen Nebenstraßen. Die ganzen Jungs hier sind eh alle Schmuggler. Wahrscheinlich alle ein großes XXX bei sich vorne an der Tür dran zu brennen und die fahren nur über die Nebenstraßen. Daher brauchen wir bloß die räumen. Ja, jetzt haben wir ja aber kleine Probleme mit dem etwas harten Linksdreieck, den wir jetzt natürlich durchstehen, Crash halten von der Karre hier. So, hier rum, da lang. Quietsch, quietsch. So, Freunde, dann fahren wir mal hier lang. Ja, und das ist dann auch die Strecke, die wir dann zum Schluss noch mit unserem Truck fahren. Irgendwo da vorne müsste dann die Gasstation sein. Hoffe ich jedenfalls. Hier sind wir auch schon mal ein Rennen lang gefahren. Also die Brücke kommt mir definitiv auch sehr bekannt vor. Und jetzt sind wir ja auch wieder auf dem Highway. Von daher reagiert die Kiste natürlich wieder extrem beschissen. Ne? Also wir müssen ja echt aufpassen jetzt mit der Lenkung. Rutschen hier sehr, sehr schnell weg. So, da mal lang hier brettert. Ach, richtig schön mit Vollgas hier drauf getreten. Im Schnee treiben. Ach, weit fetzt seid, weit fetzt seid. Ui, um sich dann gnadenlos an so einem kleinen Stein zu überschlagen und die ganze Kiste einfach mal in Schrott zu verarbeiten. Naja, sieht doch toll aus, sieht doch toll aus. Aber da kann man noch mal sehen, wie gut eigentlich so ein Bügel ist, ne? Weil das Dach von dem Fahrzeug, das kommt dann einfach mal nicht runter. Also das schützt schon doch ganz schön extrem. Mal gar nicht so schlecht. Ja, Freunde, das ist die East Coast Winter Map. Schön ist, wenn man hier auch R drückt, dann dauert es nicht so lange, bis das Spiel geladen hat. Ne? Das geht dann doch relativ fix. Können ja mal hier vorne zum Wasser hinfahren, aber im Endeffekt, das Wasser ist ja noch nicht gefroren. Wir reden ja hier vom Meer und bis das Meer zufriert, ja, das dauert natürlich eine ganze Weile, ne? Also vorher friert euch das Arschloch zu. Fahren wir mal runter, so links, rechts, nochmal überschlagen und dann mit dem Rückwärtsgang rein in das Wässerschön. Nee, jetzt geht's erstmal auf den Kiesstrand drauf. Tja, und Gott sei Dank stehen wir auf den Rädern und können weiterfahren. Dann können wir jetzt hier schön gnadenlos im nicht zugefrorenen Wasser absaufen. Tolle Sache, tolle Sache. Ja, naja, wie gesagt, nicht gerade der Hit, die beiden Maps, aber irgendwo auch, ja, wissen nicht, ganz lustige Innovationen, ganz lustige Ideen, die es da gab. Der Marek Ab, der wollte ja noch, dass ich so eine andere Map teste, das ist so eine super Stunt-Map, aber du, tut mir leid, dein Link hat nicht funktioniert, beziehungsweise fast alle Links haben nicht funktioniert, die du mir zugeschickt hast. Und ich habe die Map auch so jetzt leider auf dieser Homepage nicht gefunden. Das ist sehr schade, aber kann man halt nicht ändern. Müssen wir vielleicht irgendwie nochmal gucken, dass du mir die wieder anders nochmal zuschickst. Ach, keine Ahnung. Als nächstes habe ich mal wieder vor, eine Crash-Challenge hier im BeamNG Drive zu machen. Es gibt ja so richtig schöne Mods, mit denen man so richtig schön crashen kann. Oh, ich habe da Sachen gefunden, das ist so geil. Es werden wahrscheinlich auch zwei Crash-Challenges aufeinander folgend werden. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein, weil für heute ist erstmal wieder Schluss. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao.